700 zu etwa. Minister Goebbels und Minister Speer möchten unserem Führer ein besonderes Geschenk machen. Ein judenreines Berlin. Fast 70.000 Juden sind bereits aus Berlin abtransportiert. Es geht also um die Letzten, die noch da sind. Die sollen endlich auch verschwinden. Dann fangen wir noch heute Nacht damit an. Je schneller, desto besser. Gestapo! Das Fall! Aufmachen! Mann, auf, Gestapo! Na, endlich. Ihr habt genau 5 Minuten Zeit, um eure Sachen einzupacken. Wir ziehen weg von dir. Alles wird gut. Zieh deine Schuhe an. Los! Wie konnte das passieren, Henry? Henry Neumann? Keine Angst, Kleine. Wir bringen euch fort von hier in einen sicheren Ort, wo Mama und Papa arbeiten werden, um ihrer Heimat in Zeiten des Krieges zu helfen. Warum können Mama und Papa nicht hier in Berlin arbeiten? Ja. Weil es dort, wo ihr hingeht, viel sicherer ist, meine Kleine. Und auf Berlin zurzeit so viele Bomben fallen. Los, aufbrechen! Die habe ich glücklicherweise noch gefunden. Die Witze? Ja, und meinen Smoking. Man kann nie wissen. Man kann ganz einfach nie wissen. Die brauchst du ganz bestimmt nicht. Doch, doch. Ich kenne 1 Million solcher Witze. Nennen Sie mir ein Thema und ich liefere Ihnen den Witz dazu. Die Alarmsirene heult, alle rennen in den Luftschutzbunker, bis auf einen alten Mann, der... Der im ganzen Haus nach etwas sucht. Seine Frau schreit, beeil dich, wonach suchst du denn? Nach meinem Gebiss, natürlich, schreit er zurück. Vergiss dein Gebiss, Mann, brüllt seine Frau. Glaubst du denn, die bombardieren uns mit belegten Brötchen? Komm, wir verschwenden unsere Zeit. Nee, das ist eine Pappwand. Die Wohnungen haben alle denselben Grundriss. Nur der Raum ist kleiner. Die Wand ist falsch. Na los, los, los. Ich bin Arzt! Ein Geburtshelfer! Ich habe tausende deutsche Kinder um die Welt gebracht. Mami, können wir nicht sagen, dass wir gehen wollen? Ich glaube, das geht jetzt nicht. Sie haben Glück. Die Kleine hat eine große Schwester bei. Sind Sie allein? Mein Vater, Dr. Friedrich. Wir sind die Neumann. Wie heißt er denn? Aaron. Ich hab's doch gewusst. Hier, zieh das an. Wird nicht mehr so oft vorkommen, dass du Nerz tragen darfst. Behalten Sie die Pilze. Aber lassen Sie uns gehen. Die Pilze behalten wir sowieso. Ich kann noch viel mehr beschaffen. Auch Edelsteine. Bitte. Bitte lassen Sie uns gehen. Du Jude, willst mich beleidigen? Gut. Lassen Sie wenigstens Sie laufen. Ich flehe Sie an. Sie hat das nicht verdient zu sterben. Verdammte Judensau. Reicherst dich auf Kosten deutscher Männer und Frauen. Nein, stirb mir. Was für ein guter Mensch. Ein Heiliger, ein jüdischer Heiliger. Aber es ist das Restvermögen meiner Eltern. Und wer waren deine Kunden, heiliger Jude? Deutsche, Christen, Juden, ich unterscheide nicht.
Bitte haben Sie etwas Geduld. Sie bekommen den Zug zu Ende und Sie drängen sich. Bitte haben Sie etwas Geduld. Sie bekommen den Zug zu Ende zu essen und zu trinken. Die schicken uns in die Ferien. Du weißt ganz genau, wohin die uns schicken. Nicht bevor ich da bin, jedenfalls. Und manchmal weiß ich es auch dann noch nicht. Jakob. Ich habe in so vielen Städten gespielt. Ich habe sie gezählt. Es waren über 350. Von winzigen Örtchen bis zu riesigen Opernhäusern. Könige, Königinnen, Fürsten. Sie alle haben über den Juden Jakob Nosch gelacht. Bis auf diese Faschisten. Hör schon auf. Die einzigen Menschen auf dieser Welt, die absolut keinen Humor haben. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir bekommen gut zu essen und zu trinken. Henry Neumann? Ja? Albert Rosen. Frau Neumann? Darf ich Sie einen Moment sprechen? Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir bekommen gut zu essen und zu trinken. Ich war bei dem Boxkampf, als Sie Lehmann K.O. geschlagen haben. Wie lange ist das her? 10 Jahre? Ich war in einem anderen Leben. Ich habe eine Axt und ein Sägeblatt in meinem Koffer. Ich will einfach sicher gehen, dass es Männer gibt, die mir helfen. Ich bin dabei. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Sie bekommen genug zu essen und zu trinken. Seid ihr zufällig Brüder? Mhm. Dori Manigaba. Darf ich euch was fragen? Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Alles wird gut. Alles wird gut. Gabriele Hellmann. Sehr erfreut. Ruth Silbermann. Nein, nein. Jakob Nosch. Guten Tag. Sich enthält. Sobald meine Mutter mitbekommt, ich habe eine Fahne, gibt's immer riesen Ärger. Ja, Muttern wird ja wohl nicht mit auf diese Reise kommen, oder doch? Wie viele sind's denn? 688. Und die sind jetzt ihr Problem. Ein paar Tage Zug fahren, was kann denn da schon zum Problem werden? Sie haben eine große Verantwortung, Krelis. Mit diesem von Ihnen geleiteten Transport wird die Reichshauptstadt bald jugendrein. Sie können sich auf mich verlassen. Das soll mein Geschenk zum morgigen Geburtstag unseres Führers sein. Herr Hitler. Herr Hitler. Bitte ordnungsgemäß in die Waggons steigen und schneller als die Wasser und ihren Proviant. Bitte ordnungsgemäß in die Waggons. Ich verstehe das nicht, Mann. Das sind doch Waggons für Tiere. Das ist wegen Krieg, Mina. Es wird schon gehen, halte ich einfach an mir fest. Ja? Und warum haben die Männer Waffen? Um uns zu beschützen. Da haben Sie die Durchsagen. Hier geblieben, du Jurensau! Nein! Du sollst hier bleiben! Ich steig da nicht ein! Ich steig da nicht ein! Ich weiß genau, wo dieser Zug hinfährt! Bitte nicht! Sollt ihr denn wieder zur Arbeit gebracht werden? Lea! Bitte wegen der Kinder, um ihnen die Angst zu nehmen. Kamon, hast du Gays den letzten Weg? Komm! Das ist doch die Frau Zahrung, die Frau von unserem Fleischer. Gebänkte Show, Zwette beugt an unser Trotz, wir sehen da. Kommen, wird noch unser ausgebänkte Show. Sie, Jan, Sarah. Halt! Zurück! Schneller! Von grünen Palmenland
ins weiße Land von Schnee. Wir kommen an mit unserem Bein, mit unserem Weh. Und wo gefallen ist, der Spritz von unser Blut. Los, 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 gehen Sie weiter. Lass mich raus! Nimm deinen Koffer, Nina. Lass mich raus! Gabriele! Nina! Die beiden wollten abhauen. Erschießen Sie die beiden. Werft sie in den Waggon, sollen sie da krepieren. Und wir sparen zwei Kugeln. Wie Sie meinen. Hin mit euch. Los, mach schon. Rein mit dir. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, השגת של מצוות ארץ וגרנו, על מצוות תפילין, ועוסתך לי ולעולם, ועוסתך לי, בצדק נשפט, וחזר חני וארץ יחליף לי באמונה, ועדך אמונה, Ich hab dich. Keine Angst. Ich lass dich nicht mehr los. Hier. Das ist das Wasser für uns alle. Und das soll die Toilette sein. Für über 100 Menschen. Erika! Ist hier ein Arzt? Lassen Sie mich durch! Sie ist ohnmächtig geworden! Jetzt lassen Sie ihn nur vorbei! Hallo, hören Sie mich. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen einen Arzt. Doris, ich hab ihn. Wir brauchen einen Arzt. Aaron. Wo ist Aaron? Keine Sorge. Hier, alles in Ordnung. Aber mir muss über Wasser gehen. Sie haben doch gesagt, dass hier Wasser ist. Ja, das haben Sie gesagt, ja. Hier vorne steht ein anderer Wasser für uns alle. Wir müssen uns organisieren, sonst bringen wir uns gegenseitig um. Et grand.
Ich werde die beste Tänzerin der Welt. Das wirst du auch. Versprochen. Hoch und heilig? Hoch und heilig. Mach mal Platz hier. Los. Jetzt zur Seite. Alle die Füße weg. Lass uns mal sehen. Das war hart. Was ist los? Was in der Richtung? Das ist die einzige Möglichkeit, die man muss. Henry! Vorsicht, gehen Sie doch mal zur Seite, bitte. Ja! Noch etwas Wasser. Danke. Ich auch. Moment, bitte. Über das Wasser sollten wir gewissenhaft Buch führen. Wer was bekommen hat und wer nicht. Ja, nur weil Sie zufällig neben dem Eimer stehen, sind Sie wohl der Meinung, dass Sie machen können, was immer Sie wollen. Sie stillt. Ich bin über 60 und mein Mann ist über 70 Jahre alt und schwerst zuckerkrank. Jeder von uns hier braucht Wasser. Wir werden eine Regelung finden. Ja, sicher, nachdem Ihre Frau fürs Erste versorgt ist. Bitte, ich... Bitte, ich will was sagen. Ich weiß, einige von Ihnen haben zu essen und trinken mit. Ich finde, die, die was mithaben, sollten so lange von dem Wasser hier nicht trinken, bis ihr eigenes aufgebraucht ist. Worüber reden wir eigentlich? Das Wasser reicht sowieso nicht mal bis morgen früh. Ein Eimer für alle. Dann warten wir eben bis Mittag. Dann können alle was trinken. Und was ist mit Ihrer Frau? Sie stillt. Wenn sie keine Milch mehr hat, stirbt das Kind. Hat irgendjemand was dagegen, dass die beiden stillenden Mütter was zu trinken kriegen? Ist hier sonst noch eine stillende Mutter außer Erika und meiner Frau? Die Eisenstangen durchsägen. Und was dann? Ihr holt euch einen kleinen Büscher. Der steigt durchs Fenster. Er kann die Finger in die Ritze stecken, um sich festzuhalten. Dann öffnet er von draußen die Türen und wir springen alle raus. Ich werde mich um den Jungen kümmern. Der Zug muss natürlich langsam genug fahren, sonst ist es zu gefährlich. Was ist denn? Hast du Hunger? Wir haben ein bisschen was mit, aber wir sollten noch warten, bevor wir... Ich bin nicht hungrig. Sondern? Sie muss. Zu spät. Ach, Engelchen. Wir haben frische Sachen. Wusstest du was? Ja. Hey, das macht doch nichts, mein süßer Schatz. Hm. Heiß ist es hier, wie im Hades, du meiner Seele. Hat das was mit meinem Alter zu tun? Mal ist mir zu heiß, dann wieder zu kalt. Bin nur froh, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Wenn wir kein Wasser bekommen, sterben wir. Darüber wollen Sie keine Riesen reißen? Ich bin einverstanden. Wer hat dich gefragt? Die Antwort ist nein und Sie gehen jetzt. Ich habe ein paar Goldmünzen dabei. Wenn wir hier rauskommen, dann werden Sie die gut gebrauchen können. Ihr könnt mich nicht davon abhalten. Ich warne Sie. Sollten Sie sich uns noch einmal nähern, bringe ich Sie um. Verstanden? Ich hatte meine Bar mit zwar. Ich bin ein Mann. Bahnhof. Ist. Vorsicht am Bahnsteig. Auf Gleis 2.
Bitte! Wir brauchen mehr Wasser! Bitte Wasser! Wir brauchen Wasser hier drin! Wasser! Wasser! Wasser. Wasser, bitte! Wir verdursten hier drin, wir brauchen Wasser! 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 Meiser Kindlich, meine Korrektur. Halt's Maul. Sein Jüngster ist jetzt auch gefallen. Ein Beileid. Ich habe auch einen Sohn verloren. In der ersten Woche des Krieges. Wozu ten pośpiech? Co? Jest się w końcu z nią ożenić, nie? Was to erstmal ein Dutzend. No, jest dla ciebie. Samra! Niesie spokój w twoje życie. Człowieku, co ty masz dzisiaj za nas? Will noch irgendjemand Wasser? No, to by ich miało na chwilę uspokoić. Albert, wir können sie nicht so liegen lassen. Wir schieben sie zur Seite. Macht Platz! Popatrz. To mam z ostatniej jazdy. Jeden Żyd wymienił to ze mną za chleb. Ta żydowska rodzinka też nie wygląda źle. Los jetzt! Vorwärts, wir müssen weiter! Amerika. Hörst du? Du musst nach Amerika. Die haben dort genug Klavierspieler. Die brauchen mich nicht. Du emigrierst nach Amerika. Hast du verstanden? Und was würdest du ohne Klavierspielerin anfangen, mein Herr? Verhungern. Warum? Bei deinem Appetit. Unsere Beziehung ist am Ende. Aus, vorbei. Geh weg. Ich will dich nie wieder sehen. Ich lass mich scheiden. Ich lass mich ganz einfach von dir scheiden. Jetzt hör doch auf, Jakob. Du weißt doch genau, dass ich mich nie von dir trennen würde. Eine Klavierspielerin. Seht euch nur diese Hände an. Spielen Sie? Ein bisschen. Was machen wir, wenn wir ganz große Angst haben? Die ersten Sätze des Schema Israel. Das hilft.
Na komm. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Mechutu Leulam Va'et, Ve'ahavta Et Adonai Elohecha Bechol, Levavcha, Bechol, Nafshecha, Bechol, Meodecha. Truppentransporte, die haben Vorfahrt, belegen alle Schienen. Wie lange kann das dauern? Stunden, Tage, keine Ahnung. Züge vor der Front, Züge an die Front, sie müssen jedenfalls warten. Verfluchte Scheiße! Herr und Frau Pelles haben nochmals über ihr Angebot nachgedacht. Wir alle finden ihre Idee abzuhören. Wirklich nicht die allerbeste. Was glauben Sie, wo die uns hinbringen? Die bringen uns nach Auschwitz. Das ist keineswegs sicher. Sicher ist nur eins. Wenn man euch erwischt, werden wir alle erschossen. Ja. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Wir sollten abstimmen. Ja, ich will abstimmen. Ich auch. Keine Abstimmung. Keine Diskussion. Sobald wir die Möglichkeit haben, hauen wir ab. Dann lass doch nicht alleine stimmen. Henry, mein Junge, vielleicht haben die Herren ja recht. Willst du deine Kinder aus dem fahrenden Zug werfen, wenn am anderen Ende eine warme Mahlzeit und ein Dach über dem Kopf auf euch warten? Sobald der verdammte Zug hier wieder losfährt, machen wir uns an die Arbeit. Es geht hier um meinen Sohn. Früher oder später halten wir doch sowieso wieder an. Schließlich brauchen wir Wasser und Lebensmittel. Da dürfte es doch nicht so schwer sein, den Soldaten einen kleinen Wink zu geben. Hm? Kein Wort! Kein Wort! Niemanden. Eins sage ich Ihnen, wenn meinem Kind etwas zustoßen sollte, dann mein lieber Gnade Ihnen Gott. Dachte, Tiere füttern ist verboten. Sterben und Fäuze. Trocknet mir völlig aus. Wir müssen raus hier. Die geben uns nichts zu essen und zu trinken. Es ist ihnen völlig egal, ob wir krepieren. Aber die brauchen uns doch. Sie haben es doch gesagt, zum Arbeiten. Die sind doch nicht dermaßen blöd, uns hier drin krepieren zu lassen. Ihr Wort in Gottes Ohr, wenn er noch da ist. Und was passiert mit denen, die nicht arbeiten können? Sie müssen aufhören damit, für ihn. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Man muss immer hoffen. Wir kommen wieder raus. Sie müssen daran glauben, dass wir alle Glück haben könnten. Hm? Sie ist eigentlich eine Prinzessin und wartet nur auf ihren Prinz. Ja, der ihr einen Kuss geben und sie aufwecken wird. Guck mal da. Was ist los? Ukrainische SS. Was heißt das? Das sind wahre Teufel.
Wir können nur zu Gott beten, dass die nicht unseretwegen hier sind. Wir haben schon genug Zeit verpasst. Es geht auch отримав листа от дівчини, і вона пише, що не буде мене ждати. כאינו לג וכלס בגויים, כצון לטבח יובל, להרוג ולאבד ומכה ולחרפה, ובכל זאת שמך לא שכחנו, נעל תשכחנו. זרים אומרים אין תוחלת ותקווה, חונום לשמך מקווה טהור, ישועתנו קרבה. יגענו ולא הונח לנו, רחמך יכבשו את כעסך מעלינו. אנא שוב מחרונך, ורחם סגולה אשר בחרת. חוס אדוני אלינו ברחמך, ואל תתננו בידי אכזרים. למה יאמרו הגויים? Sie ist vollkommen verstaubt. Es ist eine Katastrophe. Silbermann, kommen Sie rein. Kommen Sie nur. Wir sind ein Juwelierladen wie jeder andere auch. Danke sehr. Herr Silbermann, was verschafft uns die Ehre? Meine Tochter Danke. Ruth hat heute Geburtstag. Sie ist 18 geworden. Oh, gratuliere. Wusste gar nicht, dass Sie eine so hübsche Tochter haben. Ich hab's dir oft genug gesagt, aber du hörst mir ja nie zu. Leider. Also, womit können wir dem jungen Fräulein eine Freude machen? Was halten Sie von... Ich dachte an eine Kette. Die soll dir immer Glück bringen. Offenbar einige Zeit stecken. Das Hauptquartier erteilt uns den netten Auftrag, den Juden etwas Wasser zu geben. Sollen die Ukrainer sich drum kümmern? Das wird ihnen Hoffnung machen. Na los. Wasser! 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 Das darf nie wieder passieren! Nie wieder. Sieh nur. Galgen. Galgen? Sie bauen Galgen auf. Sie richten Galgen.
Wonach duftet das? Hm? Vanille? Hä? Zitrone und Vanille? Ja. Das ist alles im Moment. Galgen? Tatsächlich? Nur keine wilden Vermutungen. Wir haben genug andere, die sie hängen können, außer uns. Mein Herr Optimist. Was ist denn, Mama? Was habt ihr denn alle? Nichts. Nichts, Mini, siehst du, gar nichts. Nichts. Gar nichts. Neues Parfüm? Mhm. Von einem heimlichen Verehrer. Erzähl mir ja nicht, wer es ist. Du weißt, ich müsste ihn umbringen. Danke. Nicht gegangen ist sie nur gesprungen. Nicht geredet hat sie nur gesungen. Lebe dick und frei lag jeder Miene. Zeuge, wenn ich's mein Cousine, lebendig und frei lag jeder Miene. Oh, Zeuge, wenn ich's mein Cousine. Lass mich an deinem Tischchen essen, Butterfrosch. Lass mich aus deinem Becher trinken. Lass mich in deinem Bettchen schlafen. Na los, geh schon. Die Prinzessin sagte zu mir, Frosch, auf den Lappen. Hoch mit dir, du Partys ansaufen. Los! Die Galgen waren gar nicht für uns. Wir werden nicht gehängt. Nein, nicht. Wir nicht. Die werden uns nicht hängen. Sie wollen gar nichts von uns. Komm, Schätzchen. Alles wird gut. Danke. Wir brauchen uns noch als Arbeitskräfte. Sie führt da als wir. Sofort runterkommen!
Avinu Malkeinu, Choneinu, Choneinu, Ki ein banu Mosim, Osei manu, Tzedaka v'chesed, V'yoshienu. V'anachnu lo neda ma naseh, Ki olecho eneinu. Zechor ochamech, Adonai, V'chosedecho, ki me'olam eino. Yehi chosedecho, Adonai, aleinu. כאשר יכולנו לך, אל תזכור לנו הבנות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך, כי ידע לנו מאוד. Was werden Sie mit den Kindern tun? Gute Frage. Alle auf den Zug! Männer! Abfahrt! Bis hier bleiben, rein! Es geht weiter. Es geht weiter.
immer zu Richtung Osten. Wir werden auch eins haben eines Tages. Eine kleine Wut. Und woran denke ich jetzt? Sobald wir hier raus sind, heiraten wir. Willst du mich heiraten? Ich hab's geschafft. Issi, nein! Lass! Nein, du lass bleibst mich hier! Ich will hier nicht verrecken wie ein Tier! Issi! Du kannst mich nicht aufhalten! Issi! Ich will es versuchen. Du weißt, was du zu tun hast. Ja. Nochmal versuchen, er hat es nicht geschafft. Kann noch jemand sterben? Ich mach das. Das kommt absolut nicht in Frage. Ich kann es schaffen, das weißt du ganz genau. Ruth, ich hab nur dich. Heb mich hoch. Thank you.
Abend ist der Zug langsam. Eine Kurve oder eine Steigung. Ich warte auf gar nichts mehr. Ich springe jetzt gleich. Hat gerade lieber aufs Spiel gesetzt, das reicht erstmal. Verdammt nochmal, der Zug ist zu schnell für die anderen. Nein, nicht! Ja! Lass es bitte sein! Holzstücke. Gib mir deine Haarklammer. Und Dreck. Da oben im Koffer ist ein Taschenmesser. Ich habe so Angst. Versuche ein bisschen zu schlafen. Versuche, etwas Schönes zu denken. Es wird auch etwas Schönes denken. Als David noch in deinem Bauch war. Wir sind in dem Bett mit den ganzen kuscheligen, weichen Decken gelegen. Was tut das gerade? Es singt ein Lied. Kommt ein Vöglein geflogen, setzt sich nieder auf meinen Fuß, hat im Schnabel einen Zettel von der Mutter einen Gruß. Lieber Vogel, flieg weiter, nimm einen Gruß mit und einen Kuss. Ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Wozu etwa wärst du vor? Das ist der Waggon. Raus hier! Alle raus, aber sofort! Alle raus, schneller! Los, das bald! Kann los! Na los, runter mit dir! Alter, raus! Beeilung, Beeilung! Werkzeugemesser oder ähnliches sind sofort auszuhändigen. Diejenigen, bei denen ein Werkzeug gefunden wird, werden auf der Stelle erschossen. Komm. Mach schon! Raus, Jude! Sieh mal einer an. Ein Fluchtversuch gab's ja bereits. Willst du die Reise ein bisschen verkürzen, was? Keinerlei Werkzeuge, Herr Obersturmführer. Sehr interessant. Kann mir dann vielleicht einer von euch erklären, wie die Tür geöffnet werden konnte? Vielleicht war sie nicht richtig Sie haben geschlafen, ich weiß es nicht, Herr Obersturmführer. Wir haben geschlafen. Süßes Kind, wie heißt du denn? Nina Neumann. Hast du auch geschlafen, Nina Neumann? Ja, mein Herr. Das glaube ich dir nicht. Haben Mutter und Vater dir nicht beigebracht, du sollst nicht lügen? Weißt du, kleinen Mädchen, die lügen, können ganz schlimme Dinge zustoßen. Sogar so hübschen Mädchen, wie du eines bist. Und auch ihren Familien können schreckliche Dinge passieren. Also? Ja, mein Herr.
ich bin sicher, du hast deine Mutter lieb. Ich werde dich noch einmal fragen, Nina Neumann. Du hast doch die Werkzeuge gesehen. Du weißt, wem sie gehören, hm? Sag mir die Wahrheit und du und deine Familie bekommen ein gutes, warmes Frühstück von mir. Ich habe geschlafen. Ich habe geschlafen. Herzlichen Dank, mein Herr. Und wie gut du erzogen bist. Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht war es unsere Schuld. Eine dumme Unachtsamkeit. Aber eines kannst du mir glauben. So etwas wird kein zweites Mal passieren. Schmidt! Bringen Sie doppelten Draht an all diesen Türen an. Du Jude, du Stück Dreck. Wenn sie sich nicht bedankt hätte, dann hätte ich zuerst dich und dann deine süße Kleine erschossen. Zurück in die Reihe! Bitte, wann geben Sie uns endlich was zu essen? Herr, Sie können uns doch nicht sterben lassen. Oh nein! Noch jemand hungrig? Zurück in den Zug! Alle wieder einsteigen! Jetzt bald! Alle muss Beeilung! Soll ich nachher? Alle auf der Fahne! Ein bisschen mehr Beeilung! So, ey, du kannst doch jetzt nicht gehen! Nicht so schwer sein! Komm schon! Los jetzt! Nein! Bleib bei ihm! Ich kann ihn doch nicht allein lassen! Was soll ich denn? Los, auf der Fahne! In meinem ganzen Leben noch nie einen Menschen erlebt, der so mutig ist wie du. Henry, was machen wir jetzt? Durch den Boden, hinten über der Achse. Es dauert mindestens einen Tag. Wenn ich länger bin, jede Stunde zählt. Ja. Was geschrieben. Papa! Dein Papa kann jetzt nicht, Schätzchen. Ein Traum, so schrecklich. Mein Volk gab es nicht mehr. Was ich träumte, wird wahr. Spielst du da? Den Dornröschenwalzer. Mach die Augen zu.
vielleicht Wasser für uns übrig. Oder Brot. Bitte Wasser. Wasser. Wasser, Wasser bitte. Rainer nähert sich dem Zug unter keinen Umständen. Los, die sind bestens versorgt. Halten Sie Ihre Leute zurück. Das ist mein Zug. Ihr Zug? Und es sehen sich die Menschen an. Nein, hier muss niemand essen, nur Wasser. Weitermachen. Sind Sie wahnsinnig? Stehen bleiben! Sie müssen wohl Ihren Heldendrang an diesen armen Menschen austoben, Sie Pfeife. Hat wohl an der Front nicht so recht geklappt. Das, Menschen. Der Führer befreit uns endlich von dieser Pest. Kommt schon. Stehen bleiben! Sind Sie wahnsinnig? Wollen Sie auf einen deutschen Oberleutnant schießen? Das wollten Sie doch gerade tun. Sie bringe ich vors Kriegsgericht. Ja, aber bevor der Krieg zu Ende ist, sonst hängen Sie selber am Galgen. Und ihr wollt deutsche Soldaten sein? Verräter, Feiglinge, Deserteure seid ihr! Wenigstens nicht so ein Held wie du, du Arschloch! Abfahren! Abfahren! Los, Leute, gebt ihnen alles, was ihr habt! Sofort abfahren! Sen nas rauf gacie! Teraz będziemy chwilę udawać, że chcemy ruszyć. Niech ci swoi Żydzi się najedzą przed egzekucją. W porządku? Zamarszon! Wir dürfen nicht! Truppentransport! Das ist Brieche! Was? Es ist mir scheißegal, wir fahren jetzt sofort weiter! Mindestens 200, 300, 400 Meter! Danke! Danke! Soll von Albträumen gequält worden sein. Also ließ er sich einen Meschuggenen Wahrsager kommen. Der schaute in seine Kristallkugel und sagte, mein Führer, ich sehe, Sie werden an einem hohen jüdischen Feiertag sterben. An welchem, Bäcker Adolf? Mein Führer, egal an welchem Tag Sie sterben, das wird ein hoher jüdischer Feiertag sein. Ani jedna z tych biednych świn nie przyjdzie. Wszystkich tak czy inaczej zabiją. Kiedy zakochasz tych Żydów? Nie musi ich kochać, wystarczy, że im współczuję. Tylko co my z tego? Jedziemy dalej. No to do roboty. Radziwie się znalazł. Weil ich dachte, wenn David mal größer wird, musst du froh sein, sie ihm zeigen zu können. Wir fahren gar nicht zu einem neuen Zuhause. Stimmt's?
Es wird dort auch keine Schule geben. Ich will aber zur Schule gehen und tanzen. Ich will doch Tänzerin werden. Du machst dir viel zu viele Sorgen, Nina. Du wirst Tänzerin werden. Ganz, ganz sicher. Versprochen. Hoch und heilig? Hoch und heilig. Kannst du mir die Geschichte erzählen, wie du den Papa zum allerersten Mal gesehen hast? Frag deinen Vater, der kann sie viel besser erzählen. Du bist so schüchtern, Henry. Schau sie dir doch an. Lea Herzberg. Der Vater macht Geschäfte, Import-Export. Man hört, sie würde kriegen eine kolossale Mitgift. Papa, du bist betrunken. Sie hat sich bereits nach dir erkundigt. Das weiß ich von deiner Tante Rosalie. Du bist ja schlimmer als jede Jente. Du Feigling.
finde keine. Sollten noch welche da sein. Das sind keine mehr. Okay, dann ziehen wir dich jetzt wieder ran. Kinder hören manchmal zu atmen auf und fangen dann gleich wieder an. Das ist ganz normal. Dass uns genügend Zeit bleibt. Avinu Malkeinu, Choneinu Vaneinu. Avinu Malkeinu, Choneinu Vaneinu, Kiein Banu Masim. Osei Imanu, Tzedaka Vachesed. Osei Imanu, Tzedaka Vachesed. Vehoshiyeh. Gestern versucht. Ich glaube, es hat ihr geholfen. Sogar Aaron hat eine Möglichkeit bekommen. Wollt ihr das wirklich tun? Ich könnte damit das Leben retten. Wird ihr nicht schlecht? Glaub nicht, Annie. Ich glaub nicht. Ich kann nicht. Es ist nichts mehr da. Genau wie du es wolltest. Ich weiß schon. Er hätte kommen müssen, bitte. Du musst mir glauben. Ich weiß, Henry, ich weiß! Henry, kannst du weiterarbeiten? Ich muss mich ausruhen.
Sie ist stark. Stärker als ich jedenfalls. Wie die Hände meiner Großmutter. Bitte, bitte, wir brauchen Wasser. Bitte, mein Sohn stirbt. Verdammt nochmal, wir brauchen Wasser hier drin, wir verrecken. Ein Wort noch, Jude, und ich schieße. Bitte, bitte nur einen Schluck, er ist doch erst 12 Monate alt, einen Schluck, bitte. Ihr kriegt was zu fressen, sobald wir den nächsten Bahnhof erreichen. Aber bis dahin sind wir alle tot. Die ganze Wagen ist doch schon voller Leichen, es sind nur noch Leichen. Na, umso besser. Da gibt's mehr Wasser für die, die noch übrig sind. Welches Lied singe ich? Ach, Jakob, bist du verrückt geworden? Ich kann mir mein Publikum nicht aussuchen. Und diese Kinder brauchen Nahrung. Du genauso. Wir verhungern. Kleine Kinder sind hier drin. Frauen, wie wär's mit ein bisschen was zum Essen? Als Frau, Jude! Ich kann singen. Ich bin ein wunderbarer Alleinunterhalter. Ich werde euch allen ein schönes Lied vorsingen. Oder ein paar Verse von Goethe rezitieren. Was haltet ihr davon? Auf der grünen Wiese habe ich sie gefragt. Liebst du mich, Luise? Ja, hat sie gesagt. Ja, hat sie gesagt. Ich bin so hungrig. Glaubst du, sie werden uns was geben? Ja, hat sie gesagt. Ich hoffe es. Bitte. Also überzeugt hast du mich nicht. Jedenfalls nicht so, dass ich mein Essen mit dem Juden teile. Schon genug Zeit verplempert. Ich habe soeben das Signal erhalten, dass wir den Bahnhof einfahren können. Also los jetzt! Abfahrt!
Marek, wo sonst noch wo jesteś? Zobaczymy, co mają ze sobą. Kolej tu, kolej na lewo. Bitte, bitte. Gib uns bitte etwas Wasser. Bitte Durst. Bitte. Ich habe keine Slotti! Aber eine Uhr. Hier. Meine goldene Uhr. Hier. Hier. Meine Uhr. Woda za Slotowski! Hey Marek, gut zum Schlauchen. Ich will auch leben. Der war hier an der Kette. Hier, hier ist Wasser. Hör auf. Lass mich in Ruhe. Schau doch, das ist eine Gerode. Ich will auch trinken. Das gehört mir. Wasser! Hier! Wasser! Für meine Kinder! Nimm die Wasser! Den Krieg! Wir springen nicht, während der Zug fährt. Das wäre Wahnsinn. Wir warten wieder, bis er steht. Du musst dich rasieren, Papa. Aber ich hab dich auch so lieb. Manchmal bin ich nicht so lieb zu dir, weil ich dich doch immer so oft tänze. Ach, Nienchen, lass dich ruhig ein bisschen lustig machen über mich. Aber bloß ein bisschen. Bloß ein bisschen. David. Henry! Henry! Stopp doch wirklich!
Schlecht geträumt. Schlaf nur weiter, mach die Augen zu. Erinnere dich an das Jubiläumsfest. Du hast die ungarische Rhapsodie Nummer 2 gespielt. Sobald der Zug langsamer wird, müsst ihr es versuchen. Lea, bitte. Wir müssen Nina vorbereiten. Nein, ich gehe nicht ohne dich. Ihr müsst euch schwarze Sachen anziehen, dann sieht man euch in der Dunkelheit nicht. Du musst mit uns kommen. Du selber brauchen. Mach dir um mich keine Sorgen.
uns um die Mami kümmern. Versprichst du mir das? Ja. Und wenn du Angst hast, weißt du, was du zu tun hast, oder? Ich schmeiß Israel reden. Ja. Und wenn du Sehnsucht nach mir hast? Du kannst uns nicht alleine lassen. Mienchen, du siehst mich ganz bald wieder, ganz bald. Der Krieg ist fast vorbei. Was machst du, wenn du Sehnsucht nach mir hast? Hör auf, dass Schma Israel beten. Und dann sprichst du einfach in den Himmel hinauf. Und ich höre dich. Ich höre dich ganz bestimmt. Aber du bist doch nicht der liebe Gott. Kommt gut. Ihr schafft das. Lea, ihr schafft das. Wir müssen es versuchen, sobald der Zug anhält. Wer möchte versuchen, durch das Loch zu schlüpfen? Kinder und zierliche Frauen passen durch. Kinder und zierliche Frauen passen durch. Tým švínským gadaniem o arískej raše, jak by sama pana Maria osobiste zašeptala im to do ucha. Parę godzin nasza droga się skończy. Na twoim miejscu byłbym ostrożniejszy. Ostrożniejszy.
Už celé 4 lata jsem ostrožný do cholery. Už nechce být ostrožný, mám dosyť. Co se s tobou děje? Vojna nebude trvat věčně. Rosjáni stavějí začentý opůr. Ty bys měl jak najšipřej vrútiť do domu i do úška s tou svojou šličnotkou. Na čeho se vlastně z něho neoženil? Na tego, že jej tu nemá. Nemá. Całowałeś przecież ziemię pod jej nogami. Co ty jej właściwie do diabła zrobiłeś? Nic. Nic? To nie jest dziewczyna, która by sama uciekła. Przyszli po nią. Co ty pieprzysz, przyszli po nią? Kto? Ona jest Żydówką. Żydówka? Twoja Maria Żydówka. Miriam. Miała na imię Miriam. Lass uns hier abhauen! Wer seid ihr? Cicho, bądź cicho. Aber dann hat er eine Kugel getroffen und dann war der Zug da. Haben Sie es geschafft? Sie haben es geschafft! Ich habe alles gesehen, ihr seid kaputt. Für die Menschen im Waggon nebenan war es die Hölle. Lass uns beten. Gott hört uns sowieso nicht, wozu beten. Heute Yom Shishi und Shabbat, שבו היו הלוויים אומרים בבית המקדש, על השם מלאך גבירות לבש, לבש על השם עוז את הזהב, אף תיקון תבל ואל תימות, ולכל תזכר מאז, לעונה ועתה. נעשו נערות עד השם, נעשו נערות כולן, אדירים בשמירי ים, אדיר במרום אדוני. עדותיך נעמדה מאוד, לבדך
Schlechte damit. Mag ich nicht auftreten. Mach dich auch fertig, Gabriel. Beeil dich. Mach schon. Man ruft uns. Wir müssen auf die Bühne. Ja, auch. Komm, auf. Jetzt gleich. Schnell. Was ist denn das hier? Na los, willkommen. Freude, schöner Götterfunkel, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Was? Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein Sand. Hört euch das mal an! Das ist doch Herr Schiller! Das ist Beethoven! Bravo, weitermachen! Elysium. Das muss das Elysium sein. Aber ja, Herr Schiller, ganz genau so ist es. Sein umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt. Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Wusstet ihr, dass wir versuchen würden zu fliehen? Wir sind jede Nacht dort. Letzter Bahnhof vor Auschwitz. Todeszüge. Przyjeżdżają alle Richtungen. Jede Nacht seid ihr dort? Ja. Wir gehen heute znowu. Wir warten. Wenn jemand ucieknie, flieht. Wir dann helfen. Ich werde immer für dich da sein.
verspreche ich dir. Nina? Nicht so weit. Nur ein Stück. Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Machuto Leolam Vaed, Ve'ahavta et Adonai Elohecha Bechol, Levavcha Uvechol, Nafshecha Uvechol, Meodecha.